Hallo, liebe Aufzeichnungszuschauer. Ja, mit der Menschheit, die Menschheit ist absolut am Ende. Mit der Menschheit ist es vorbei. Schluss mit jemals glücklicher werden. Schrecken ohne Ende, Leiden ohne Ende ist angesagt. Stellen Sie sich auf eine Zukunft des Leidens ohne Ende ein. In dieser schrecklichen weltweiten sozialen Marktwirtschaft, die alles vernichtet und zerstört, denn die Masse der Leute, auch in der politischen Welt und überall, bleibt man dabei. Ich habe es gerade verdeutlicht am Beispiel von Arte. Die Leute bleiben einfach dabei. Ich weiß alles und ich rede nur mit denen, die mir nach dem Munde reden. Ja? Ich rede nur mit dem, der mir nach dem Munde redet. Und alles andere interessiert mich nicht, ja? Und das ist genau der falsche Ansatz. Es müsste genau umgedreht sein. Wir müssten uns alle, weil wir ja in der Menschheitsepoche des Irrtums leben, müssten wir uns alle immer nur sagen, ich rede nur noch mit dem, der mir sagt, wo ich mich irre. Ja, wo irr ich, wo du. Ja? Wo irr ich, wo du. Ja? Das wäre das neue Menschheitsmotto, mit dem wir eine Chance hätten rauszukommen. Nicht mit dem reden, der mir nach dem Munde redet, sondern der sagt, wo irr ich, wo du. Aber ich fürchte, wir sind nach wie vor die einzige echte Instanz der Menschheit, die wirklich sagt, Leute, kommt zu mir und sagt mir, ja, beim Bundeskanzleramt, da steht eben auch nicht dran, wo sagt uns, wo wir uns irren, dann sagen wir euch, wo ihr euch irrt. Nein, sondern da steht quasi, und zwischen den Zeilen steht beim Bundeskanzleramt, wir wissen alles und wir reden nur mit denen, die uns auch nach dem Munde reden. Ne? Ja, und das ist überall das Gleiche in der Welt, ja. Und letztendlich ist es, jetzt sind wir bei dem Bild, ja, also kommen wir zu dem Bild. Leider ist das nicht, es gibt also Bilder von Schimpansen, die haarlos sind. Da hatte ich Bilder gesehen, leider habe ich nicht sofort Screenshots gemacht. Ich konnte sie nicht wiederfinden im Internet. Bilder, wo wirklich ein haarloser Schimpanse aussah wie eine Kreuzung aus Heiner Geißler und Arnold Schwarzenegger. Also totalst menschlich. Es gibt auch eigene Sendungen darüber, die über die Menschlichkeit solcher haarlosen Schimpansen sprechen, ja, und dass man das Gefühl hat, ja. Und Professor Franz de Waal hatte mal geschrieben in seinem großen Buch Bonobos, wenn ich einem Bonobo ins Auge schaue, habe ich das Gefühl, einem Menschen ins Auge zu schauen. Ja, also gab es Bilder im Internet, da sah der wirklich wie ein Mensch aus, allerdings wie eine Kreuzung aus Arnold Schwarzenegger und Heiner Geißler. Und das zeigt, dass wir eben nicht die Savannenschimpansen sind vor 400.000 Jahren, sondern wir waren die Savannenbonobos. Wenn es haarlose Bonobos gäbe, Alopecia oder so ähnlich heißt das wohl, dann wären die sozusagen, dann würden die wahrscheinlich wirklich fast genau wie Menschen aussehen. Also schon diese Schimpansen diese Bilder wirkten so menschlich, ja, das war für mich richtig erschreckend oder überzeugend, ja. Und das hier zum Beispiel, dieses Bild ist viel weniger menschlich als die Bilder, die ich gesehen habe, ja. Da sah es wirklich 1A aus wie Heiner Geißler mit Arnold Schwarzenegger gekreuzt. Und diese viele Muskelmasse, die würden wir dann bei den Bonobos nicht sehen. Die wären schlanker und schmaler, so wie wir. Also die Schimpansen haben vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Homo neanderthalensis, also mit den Neandertalern, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die Neandertaler auch irgendwie charakterlich ähnlich brutal und kriegerisch und gemein wären wie die Schimpansen, aber vom Körperbau
Vielleicht geht der Schimpanse ein bisschen in Richtung Neandertaler vom Körperbau und vielleicht geht eben der Bonobo und wahrscheinlich geht eben der Bonobo vom Körperbau ganz stark Richtung Mensch, weil sie nämlich beide wahrscheinlich das gleiche Paarungssystem haben, nämlich die Savannen-Bonobo-kommunistische polyamore, polybisexuelle Gruppenehe als natürlichste Glücksquelle und größte Glücksquelle mit Abschaffung von Rivalenkampf und damit also Unnötigkeit von übermäßiger Muskelmasse sozusagen. Da brauchst keine Bodybuilder bei den Bonobos, ja? So. Die genetische Vertrauensseligkeit des Savannenbonobos vor 400.000 Jahren. Und genau seit 400.000 Jahren befinden wir uns ja in dieser Menschheitsepoche des Irrtums, für die natürlich dann dieser Satz, ich rede nur mit denen, also sozusagen, ich weiß alles und ich rede nur mit denen, die mir nach dem Munde reden. Und höre nur denen zu und lade nur die in Sendungen ein oder zu Vorträgen ein, ja, dann ist eben das unendliche Dilemma der Menschheit sozusagen, ja, da stecken wir drin. Und stattdessen in dieser Menschheitsepoche des Irrtums bräuchten wir eben genau die gegenteilige Haltung. Ich rede mit dem, wo wir sprechen können, wo irr ich, wo du. Ja, und das mit Redezeituhr, mit Schachuhren, mit Redezeitkonten und so weiter. Ja, also fair natürlich. Ja, die genetische Vertrauensseligkeit des Savannenbonobos vor 400.000 Jahren unterstellt den mutationsfreien Raum und damit die guten Sparten. Ja, das heißt also, die Vertrauensseligkeit, die in der Gruppenehe entstanden war, die Männer müssen ja in der Gruppenehe, da niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist, ja alle Gruppenmitglieder, alle Kinder als ihre eigenen betrachten. Und behandeln. Dadurch tun die Männer immer nur wahrheitsorientierte Dinge gegenüber den Kindern. Und denen kann man blind vertrauen. Und die Frauen sind selbst Mütter ihrer eigenen Kinder, tun denen auch immer nur wahrheitsorientiertes, ohne Irrtümer sozusagen, versuchen denen ein Maximum an Wahrheit angedeihen zu lassen. Und Wahrhaftigkeit. Und sie sind in sexueller Liebe mit allen anderen Frauen der Gruppenehe. Und lieben von daher alle anderen Frauen. Und damit auch ein gutes Stück auch all deren Kinder. Und deswegen ist das eine Atmosphäre der Wahrhaftigkeit. Und da entsteht eine genetische Vertrauensseligkeit zu Recht. In der Marktwirtschaft wird sie nicht nur von Betrügern ausgenutzt, sondern auch von all denen, die vorteilbringenden Irrtümer entwickelt haben. Und das tun ja eben alle Sparten, da es eben diesen mutationsfreien Raum, also einen Raum ohne errare humanum est, also ohne Irren ist menschlich in den letzten 400.000 Jahren nicht eine Sekunde gegeben hat, diesen mutationsfreien Raum, den wir aber aus der Vertrauensseligkeit heraus dazu neigen zu unterstellen. Der Onkel Doktor meint's doch gut. Ja, natürlich meint der es gut. Aber das bedeutet nicht, dass er frei ist von Hunderten von vorteilbringenden Irrtümern seiner Sparte, die seiner Sparte große Gelder und Karrierechancen sichern und die er für die absolute Wahrheit hält.
die aber Ihnen, liebe Menschen, schaden. Ja, also uns Menschen schaden und aber der Sparte, den Gesundheitssparten und Pharmasparten riesige Profite bringen. Ja? Aber so ist es mit dem, ja, so viel zu der völlig, ja, und das verurteilt, natürlich geben wir nicht auf bei Weltrat und Next Scientists for Future, aber eigentlich kann man wirklich sagen, dazu kommt ja noch die Tatsache des Verlustes der Gehirngröße, ja, ich kann das ja nochmal gerade schnell suchen, das ist ja nochmal hier die Bilder, ja, also das ist ja noch schlimmer, als wir dachten, ja, weil wir haben ja nur geredet von 150 Milliliter Gehirnschwund der Menschheit, ja, also nicht ganz ein Kölschglas voll, Bierglas voll, 0,2 Liter Bierglas voll, sondern hier, die anderen Forscher, die reden ja mittlerweile von 0,2 Liter Gehirnverlust, ja, also hier von 1500 vor 40 bis 100.000 Jahren runter auf heute 1300 jetzt schon, ja, das bedeutet, eine immer dümmer werdende Menschheit läuft rum mit, ich weiß alles und rede nur mit denen, die mir nach dem Munde reden und die, wo geredet wird, wo irr ich, wo du, da habe ich kein Interesse, ja, denn ich will ja gar nicht hören, wo ich mich irre. Und das führt zum unendlichen Übergang. Hier steht es nochmal 1300 Kubikzentimeter, 1500, 1450. Allmählich, die gehen also von einem relativ allmählichen, ich hatte keine andere Zahlen, wo man so von 1500 auf 1350 in den letzten 40.000 Jahren eventuell runtergegangen ist. Aber das, darüber brauchen wir brauchen nie so über so 100.000 Jahre oder so, braucht man nie streiten. Die Zahlen werden ständig nachkorrigiert, das ist ständig neu, ne? Da brauchen wir nicht. Das ist ja unser Bildchen hier, das wir sagen eben hier vor 40.000 Jahren, so irgendwann vor 100 bis 40.000 Jahren das Maximum der Gehirngröße und jetzt hätten wir eigentlich weiterhin wachsende Gehirne gebraucht für die weitere Entwicklung und Kontrolle und das Verstehen der Technik und das Verstehen der sozialen Marktwirtschaft und dass es sich dabei um eine Epoche des Irrtums handelt und wie wir da wieder rauskommen, nämlich durch die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungsdiskussion und Kombination mit dem Motto, wo irr ich, wo du, das ist unsere einzige Chance, da rauszukommen, Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft ist also unsere einzige Chance und wir können es nicht, weil wir 200 Milliliter Gehirnsubstanz verloren haben und jetzt rumlaufen und immer dümmer werden und immer mehr degenerieren, körperlich auch noch dazu, hier rollatormäßig, ja, absteigen, immer mehr gekrümmt und gebückt dahinschleichen. Ja, ja, da ist nicht viel zu machen mit der Menschheit. Also, auf Wiedersehen, liebe Aufzeichnungszuschauer.